Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück auf euren Lieblingskanal Hand of Uncut. Ich hoffe, euch geht's gut. Und wir zocken heute The Black Masses. Warum? Ich habe das hier gesehen. Und das hier. Und denke mir, was passiert da? Wir gehen rein. Also, ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf kam. Es wurde mir irgendwie empfohlen auf Steam. Und es ist ein Game, was jetzt nicht viele kennen, auf dem Schirm haben und sonst was. Wieder so ein kleiner Tipp von mir vielleicht. Okay. Erfolg freigeschaltet. Thanks for playing. Machen wir alles very high. Zack. Ich gehe davon aus, also was ich erwarte, meine Erwartungshaltung ist, es gibt das unnormalste Acker-Match, was ich je in einem Videospiel gesehen habe. Ich hoffe. Play online, play offline? Wir machen mal online. Quick join? Okay, offline? Achso, das ist wahrscheinlich. Ja, okay. Gucken wir mal. Wir gucken uns vielleicht beides heute an. Ich erwarte Brutalität, aber bitte nicht zu einem Grad, wo YouTube sagt, nope. Also das Loading geht ja aber auch voran, 2% schon. Please be patient. Clicking at 90 cause Windows to think application has stopped responding. Okay, also wir sind hier in der Alpha. Ja, aber es lädt jetzt nicht so lange wie, also. oder? Okay, jetzt gibt er ein bisschen Gas. Gott sei Dank. Okay. Also, ja, kam letztes Jahr raus im März. Also ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre alt. Und, oder vor, anderthalb Jahre alt, ja, vor anderthalb Jahren released. Und Grafik sah jetzt ziemlich gut aus auf den Screenshots. Also, was heißt ziemlich gut, ne? Aber. Ist, glaube ich, ein Indie-Game. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, das. Ja, wenn ich mich richtig erinnere. Und die kürzlichen Rezensionen sind alle sehr gut. Ja, davor war es immer größtenteils gut. Und ich glaube, man ist jetzt an einem Punkt, wo man das Game hier wirklich mal vorstellen kann. Und ich. Keine Ahnung, ob es jetzt ein krasses Roleplay-Game ist oder eher so Szenarien sind, wo man einfach übertriebene Schlachten hat. I don't know. Ich hab. Okay, ich bin in einem Schiff. Und gestrandet. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Fantasy ist oder einfach Medieval. Ah, ich bin auserwählter Ehre in Arsch. Okay. Ich hab einmal. Bin ich jetzt Todesser? Ich habe früher mal gedacht, die heißen Todesser. Todesser. Und nicht Todesser. Level 1? Man levelt. Ah, ich habe links unten eine Lebensanzeige. So ein Malheur. Naja, ihr kennt das Spielchen. Ja! So. Oh, eine Fliege. Also, wir sind hier, ja, gestrandet. Da ist unser versunkenes Schiff. Krasse Story. Mausempfindlichkeit. Ich mache ein bisschen weniger, falls es geht. Inputs. Ja. Okay. Ach, krass, hier haben wir auch noch mehr. Toggle Sneak. Okay. Ja, passt. Ja, das ist besser. Ja, das ist besser. Okay. Erinnert mich so ein bisschen an. Also der Gra die Grafik und der Stil, auch die Helligkeiten und so, es erinnert mich irgendwie alles an Gothic 3, auch die Pflanzen. Also wirklich. Ja. Und Inhalt? Hä? Ist da nichts drin, oder was? Er hat da nicht. Something isn't right. Scavenge for. Okay, wir sollen erst plündern. Open Journal for View Objectives. Ja, wie öffne ich das Journal, Digga?
Woher weiß ich denn, was ich aufnehmen kann? Muss ich irgendwie klicken? Hier, so eine Schaufel? Nicht? Was soll ich scavengen? Hier ist ein Brief. The ocean water has been strange for weeks now. Difficult to see anything. Bla bla bla. 1583. Aha. Ja. Ja, ist mir egal, oder? Ist mir egal. Ich will eigentlich hier Gehacktes. Nee, okay. Ja, gut. Oh, was hier? Hier hoch? Aber es ist flüssig. Ist sehr flüssig alles. Mal gucken, wenn die schwarzen Massen kommen. Also ich kann hier alles Mögliche öffnen, aber ich kann nichts rausnehmen. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Habe ich I? Ja, Inventar. Okay. Alchemy, Crafting, Stats, Blessing, Journal, Map. Journal. Find a health potion. Find a light source. Find a weapon. Make your way down the road. Okay. Wir gehen ja nochmal auf den Steg. Oh, da waren. Okay, die Mucke ist aber ein bisschen weird, oder? Machen wir mal leiser. So. Ja, dann gehen wir mal hier ins Haus. Ey, hier wurde doch alles überfallen. Hier ist auch Blut. Ey, die Musik passt nicht. Die Musik ist eher so Aufbruch. Wie komme ich hier rein? Doors locked by storage room. Ew. Okay. Also es startet mit. Ich mach die Mucke jetzt aus. Was ist das für eine Scheißmusik? Ist ja antiklimaktisch. ja, das habe ich mitgenommen von Dark Souls. So, was haben wir jetzt hier? Doors locked, Kane's Haus. Ja, warum gibt es hier überhaupt Häuser, wenn man entweder nicht rein kann oder darin einfach nichts vorzufinden ist? Also hier sind ja Truhen, die ich öffnen kann. Aber... Ne? Hey, ich hätte jetzt voll erwartet, dass man hier in den Häusern Loot bekommt. Es ist ja in jedem Spiel so. Okay, dann gehen wir jetzt... los, I guess? Kann man hier hochspringen irgendwie? Klettern? Hä? LOL! LOL! Okay! Okay, man kann in den Truhen looten, aber ich muss irgendeinen richtigen Button treffen. Action, press Action. Action. E oder A? Ah? Ja, das ist halt, um die zu öffnen. Aber da ist ja nichts drin. Ach, die Markierung ist hier. Ups, ich dachte, es wäre auf der Truhe. Warum sind hier überall Truhen, die man öffnen kann, wo nie was drin ist? Das ist ja weird. So, Hallösche. Oh, was ist das alles? Health Potion, eine Lampe, ein Schlüssel. Okay, Sachen, die man aufnehmen kann, leuchten grün. Und mit einer, auf L spielt man Amnesia. Okay. Krass. Krass, krass, krass. Jetzt brauche ich nur eine Waffe. Okay, also Sachen, die man... Das ist ja voll das Rollenspiel hier. Digga. Okay. Jetzt kann ich da aufmachen. Ja, okay, ich muss hier einfach nur den... Markierung folgen. Aua, meine Stirn. Okay. Also ist ein bisschen slow der Einstieg, muss ich sagen. Bisschen antiklimaktisch, Digga. Mach die unterste... Danke. Gut, hier ist... Ist hier irgendwo eine Waffe? Junge, warum kann ich hier alles aufmachen, aber nie ist was drin? Wie unsatisfying ist das?
Welcher Level-Designer denkt, das ist geil? Versteht ihr, wie ich meine? Aber ich krieg immer EP. Ah, von außen geht. Von innen. Okay, dann spreche ich den mal an. Oder ich gehe noch höher. Ja, ein Paddel. Wooden Oar, ja. Wie hole ich das jetzt raus? Ich wusste es. Er ist aufgestanden. Er ist aufgestanden. Ich wusste es. You picked up a weapon. Ja, creepy, man, nicht so. Da bist du. Hold attack. Ich habe 5 Schaden bekommen. Okay. Dem haben wir es gegeben. Gut. Boah, hier ist aber sehr hell, oder? Ist das nur auf dem Monitor hier so? Ich habe manchmal das Gefühl, mein Monitor hier ist ein bisschen hell. So. Alter, wie er mit dem Paddel rennt. Er hat richtig Bock. Okay, M. Ja, ich muss schon sagen, das Design und so alles vom Game ist schon ein bisschen special. Find a safe place. Ja, dann gehen wir jetzt nach Frame Manor. Das ist ja richtig Open World. Und man wird minimal an die Hand genommen. Oh lol, es ist halt so Zombie-Invasion. Oben ist Lebensbar von denen. Ist so ein bisschen wie Dead Island, nur im Mittelalter. Fantasy. Hoppala. Hä, es hat alles auch so ein bisschen DayZ-Vibes. Wisst ihr, was ich meine? Und da sind noch mehr. Und deswegen auch Play Online. Das ist halt, ist es halt so Mittelalter DayZ, nur mit krassen Massen von Gegnern? Oh, das kann ich aufnehmen. Crossbow Bolt. Das wäre ja so sick. Hä, dann wäre es das Spiel des Jahres für mich. Ist ja gut, ich bin gleich da. Okay, die sniped hier hinter. Okay, es sind mehrere. Bleib ich an der Wand hängen? Ja. Kann ich mehrere gleichzeitig treffen? Nee. Also zumindest mit dem Paddel nicht. Level up! Die verlieren immer ein Bein, wenn ich sie oben erwische. Oh, eine Armbrust. Direkt erste Waffe, Armbrust. Ist doch direkt ausgerüstet. Ja, oh mein Gott. Okay, leveln. Stats. Nee, Blessings. Oh lol. Dark Arts. Dark Arts. Oh lol, schwarze Magie. Ja, ich mach mal. I don't know, was mache ich? Stärke? Mal richtig auf Stärke. Ich gehe immer auf sowas wie Geschick in jedem Game. Ach, da oben. Two-Handed Mastery. One-Handed. Two-Handed. Hä, kann ich nochmal? Achso, es kostet jetzt 2 Punkte. Nimble Fingers. Vault. Oh, ja, klettern. Increase Reload Speed. Flame Shoot. Piercing Tips. Shockwave. Ja, dann gehe ich hier noch auf dunkle. Nee, Endurance. Okay. Ja, mehr Leben, ist auch wichtig. Apply Changes. Achso, kann ich noch Stats? Ja, da habe ich auch. Ne, Player Level 2. Profile. Okay. Ja, sollte ich vielleicht doch online direkt spielen? Ist vielleicht was für die zweite Folge, Leute. Hey, das ist ja mega nice. Knochen. Das ist eine Waffe. Geil. Aber ist nicht zweihändig, oder? Oh, geil. Hier sind auch noch Bolzen. Es ist halt wirklich ein bisschen wie DayZ. Man zieht einfach los, plündert. Es gibt Zombies, dann wahrscheinlich auch Spieler. Achso, ich wollte mir nochmal angucken. Ist der two-handed? Two-handed. Und der hier nicht, ne? Der ist one-handed. Fetter Knochen.
Oh, lol. So, wie ist es mit dem Klettern? Okay, anscheinend nur manchmal. So, wir snipen jetzt erstmal ein paar Leute weg. Wie, gibt es Bullet Drop in dem Game? Anscheinend. Lädt aber zügig noch, ne? Oh, voll ins Bein. Krass, okay. Lol, der ist gerade durch den Stein gelaufen. Ah, damit interrupte ich die aber nicht. Ja, dann wieder das Paddel. Schön staggern. Ciao. Die looten auch gar nichts, ne? Die verlieren immer ein Bein. Ausdauer ist grün, ne? Da habe ich ja ewig viel. Ciao. Ja, mit so einer Zweihandwaffe sehe ich mich. Grafik ist halt so lala, ne? Also am Anfang so im Menü und bei den Screenshots sah es besser aus. Aber ja. Okay. So, was gibt's hier Schönes zu looten? Achso, was soll ich machen? Find a safe place, hieß es, ne? Ja, auf den Kopf macht mehr Schaden, oder? Jetzt regnet's. Wie? A Frame Manor? Achso. Ja, dann gehe ich da erstmal hin. Find a safe place. Ja, gut. Hier lang. Ja, Grafik ist schon ein bisschen ugly. Also mit Gothic 3 war ich gar nicht mal so weit weg, ne? Also halt wirklich. Sieht wirklich wie Gothic 3 aus, nur aus First Person. So, hier ist irgendein Dorf mit Palisaden. Gibt es friedliche, befreundete NPCs, so Händler und so? Oder Trainer, Lehrer? Ich kann doch klettern, krass. Jawohl. Nein, gibt es nicht. Also zumindest hier nicht. So, komm mal her, Leute. Jawohl. Da drin sind auch ein paar. Oh, das sind einige hier. Ich versuche die mal Step by Step zu machen. Ich wusste es. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie da durchglitschen. Ja, das ist... Ja, ist auch wie Daisy. Ne? Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Oder? Ist das grüne Ausdauer? Die regeneriert ja ultra langsam. Krass. Hey, jetzt schlage ich auf einmal viel schneller. Ein Wein. Stärke-Multiplier oder was? Für 120 Sekunden. Krass. Kann das nicht alles ein bisschen düsterer sein mit mehr Umgebungsschatten und so? Es ist, ja, aber so an sich die Gebäude und alles ist schon, also fühle ich. Aber ja, mal hands down, was ist hier passiert, ne? Ich mach mal lieber zu. Ist das hier jetzt nicht ein safe place? Achso, L ist ja Lampe, ne? Stimmt. Verbrauche ich die? Nö, ne? Da ist ein Tonic of Strength. Auch Multiplayer für Stärke. Okay, also so Buff-Food quasi. Okay, ich schätze, da in die Haupthütte muss ich auch noch rein. Ja, die Frage ist, was ist ein Safe Place, ne? Okay, hier ist der Eingang vom Dorf. Oh, da sind ja einige. Okay. Aber die haben keinen Gruppeninstinkt. Was ganz gut ist. Aber es sind doch einige. Kommst du? Ich hätte halt Bock, ein fettes Schwert oder so zu finden, womit ich die richtig wegmache. Oh, da kommt schon der nächste. Eigentlich sollte ich erstmal einen rausfokussen. Wobei die hat keine Arme mehr. Was macht das auch Sinn, so richtig auf Gliedmaßen zu gehen? Es ist jetzt nicht so mega splatty. Also Brutalität ist eher ein bisschen lächerlich. Also ich flieg mal random irgendwas ab, aber mit ganz wenig
Sollte YouTube technisch hoffentlich klar gehen. Tomate. Heftig. Okay. Kann ich hier hochklettern? Alter, das ist ja übel geil gemacht. Okay. Hat nur nichts gebracht, leider. So, was geht hier, Leute? Er ist schon ein bisschen low. Aber ich meine, bei so einem Spiel geht es nicht darum, dass es jetzt irgendwie die actionreichsten Kämpfe erstmal sind, sondern es geht darum, dass man slow and steady immer stärker wird und immer mehr durchdrischt durch alles. Und die Gegner auch immer dann mehr werden und mehr herausfordern, so in der Masse oder... Okay, dass sowas passiert, ist halt nicht so geil. Bin ich ehrlich. Das sind ja alles so Level 1 possessed. Ich gehe mal davon aus, dass da noch... Warte, was ist da drin los? Moin. Da sind einige Mädels drin, glaube ich. Manchmal treffe ich doch beide, oder? Alter. Komm, wir machen mal beide Schoten auf hier. Ist wie so, wenn man morgens beim Bauernhof die Tiere rauslässt, ne? Komm, Ute. Komm, Matthias. Rüdiger, kommst du raus? Boah, es sind einige. Aber die sind so dumm durch die... Ihr seid ja schnell. Mädels, immer mit der... Ja, ich treffe manchmal beide. Guck. Zack. 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 Level up. Okay, es sind noch drei. Ich gehe mal raus. Boah, Alter, die sind ja manchmal richtig unheimlich schnell. Nur das online so, on-stream mit euch. Und dann richtig im Team. Oder so zwei Gruppen bilden. Scheiß mal auf Rust-Server, sowas wäre doch geil. Aber es halt nicht, ja, haben die Amerikaner nicht gemacht vorher, ne? Ja, so Lore und so ist mir scheißegal, bin ich ehrlich. Hey, kommen die hier auch durch Wände jetzt ab und zu? Okay, ein paar Potions. Hier ist es jetzt wenigstens noch mal was in den Kisten drin. Ich glaube, es gibt einfach in den Kisten eine Loot-Wahrscheinlichkeit. Mach mal L an. Moin! Ich regeneriere auch langsam Leben. Guten Abend! Okay. Ich hätte gerne ein Schwert. Fettes Zweihänder-Schwert. Und eine Zweihänder-Axt wäre auch geil. Naja, gehen wir mal hoch. Soll ich mal so einen Stärketrank nehmen? Ich muss auch generell mal skillen. So, Stärke nochmal. Hä? Hä? Was ist das für ein System? Das ist jetzt automatisch beim Levelanstieg gewachsen. Oder wie? Hä? Man gibt nur einen Start, legt man fest, und dann geht das automatisch nach und nach hoch, oder wie ist das? Ich bin mal okay, aber ich habe jetzt noch einen Punkt. Hm. Na gut. Ich nehme mal so einen Trank, ja? Inventory. Ja. Ach so. Ja, wie switche ich da denn durch? I. Equip. Hä? Ach nee, auf 1 oder was? Wie trinke ich das? 1? Sorry. Use Item. G, B. Usability, linke Maustaste. Bash ist auf F. Was ist Bash? Okay, F.
B, G. Also da unten steht ja, also ich hock da drüber, hier steht I. Oder 1, aber wenn ich es drücke, passiert nichts. Und hier draufklicken. Rechtsklick. Equip. Ich würde das gern lecker in mich reinstopfen. Scheiße, Mann. Das wurde mir am Anfang, glaube ich, gesagt, wo ich einen Trank nutze. Auf welcher Taste. Spacer, blablabla, bla, bla, scroll, sneak. Ich kann auch sneaken, ja, gut. Next Ability, V, aha. Okay, Next Item auf X. Nee, ach gut, dann scheiß drauf. Alter, die sind aber auch ganz schön am Meckern alle, ne? Gut. Ich habe halt Schiss, dass die ganze Zeit durch die Wand kommen. Also allein, dass das passieren kann. Das ist lecker. Tomate. Okay, also ultra viele Tränke, die ich nicht weiß, wie ich die einsetze. Geil. Ist das hier Mais? Geil. Oh, da ist noch ein Knochen. Kann ich davon zwei nehmen? Nee. Hier geht's auch raus. Ach so, lol. Okay. Was haben wir hier noch? Hier ist die dritte Tafelrunde, ne? Hier ist ein Schlüssel. Forgotten Chest Key. Ja. Quest added. Old Family Chest. Das klingt doch gut. Search the old family home for forgotten chest. Ja, gerne. Die ist wahrscheinlich ganz oben einfach. Oder hier. Moin. Richtig Metalcore. Hey, hey, hey. Hey, manchmal schlägt er schneller zu. Na gut. Zack. Zack. Oh. Kitchen Knife. Damage 12. Wie viel macht das? 11. Boah, Alter, damit rasiere ich die auch richtig weg, oder? Oh, das ist locked. Krass. Das war Rechtsklick. Mit einem Küchenmesser. Gut. Gut, ja. Dann gehe ich jetzt mit dem Küchenmesser hoch. Crossbow Bolt. Stamina Potion. Doors locked. Lord Frey's Room. Okay. Hier ist der Dachboden. Oh, moin. Okay. Repair Kit. Schöne Kartoffel. Es ist schon geil, so ein Haus zu clearen. Aber bisher sind die Kämpfer halt wirklich ein bisschen stumpf. Aber heißt ja nichts. Ich meine, es kommt auf Scaling eines solchen Games immer an, finde ich. Ich habe jetzt sehr früh gemerkt, wohin das Game mit mir will. Jetzt ist nur die Frage, ob es auch abliefert. Ja, weil aktuell ist das hier halt... ja, ich weiß nicht, also ich will mir das jetzt hier... Ich will ja jetzt nicht rumrätseln. Würde ich wahrscheinlich offscreen spielen. Würde ich mir das alles in Ruhe durchlesen. Weil das wahrscheinlich auch ein bisschen Tipps oder so beinhaltet, wo guter Loot ist hier. Okay, also Lord Frey's Room ist halt locked. Hm. Aber ich habe zwei Schlüssel aufgenommen. Ja, ich guck nochmal. E, Journal. Search the old family home for the forgotten chests. B,
Plural. Okay. Oh. Claim the family weapon from the chest. Siehste? Hier ist einiges noch zu holen, glaube ich. Es hat nur die Frage. Ja, sollte ich mir das doch alles nochmal durchlesen? Kann man hier irgendwie noch höher klettern? Die Balken irgendwie hoch? Nee, oder? Was steht denn hier? Must have been a hurry to leave without this crossbow. That's odd. No matter perhaps. I'll hide it under the bed until. Ah, unterm Bett? Oh lol. Okay, es lohnt die Dinger zu, sich anzugucken. Tatsächlich ist es aber auch einfach nur ein Merchant Crossbow, wie ich ihn schon habe. Okay. Warte, ich packe das Küchenmesser mal auf die 1. Das geht gut. So, gut, dann lese ich jetzt hier den Zettel. Das war ja gar nicht mehr so schlimm. Annabelle was watching, so I had to hide it a barrel upstairs. In einem Fass. Ach, vielleicht war das ein Tipp für a barrel upstairs? In a barrel, habe ich das jetzt falsch? Okay, wir gucken uns mal jedes Fass an. Kann aber ein Hinweis noch irgendwie auf den Crossbow gewesen sein. Da! Lord Frey's Room Key. Alter! Ey, gar nicht mal so schlecht, Digga. So. Moin. Hier ist noch ein Paddel. Zack. Repair Kit. Hier ist noch ein Zettel. Gucken wir uns gleich an. Bisschen Loot, 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 Loot. Der Crossbow ist wahrscheinlich das alte Family Weapon, wa? Zack. Okay. Was haben wir hier? Ja, sehr viele Model wiederholen sich natürlich. Aber krass, wie hier Sachen auch versteckt sind. Hier lohnt es sich anscheinend echt alles doppelt umzuwälzen. Aber eigentlich will ich jetzt eine fette Waffe, womit wir alles Was ist das denn? Ach, Blut. Lol. Okay. Henry can't seem to find the bay key. So the spell is under a lock beside my house. Watch out for the big pedal. It's from a leak. I still need to fix. Kane. Henry can't seem to find the bay key. So the spare is under a lock beside my house. Dem gehen wir nach. Ja, aber hat das jetzt eine Story oder? Oh, jetzt ist Nacht. Ist das irgendwie jetzt schlecht für mich? Hier ist noch ein Brot. Lecker. Oh, hier ist ein Besen. Lol. Hier war was. Ein rostiges Schwert. 12 Schaden. Attack Speed 1. Jo, es gibt einfach auch Schärfe und so. Range 1. Ah, okay. Was hier. Okay, anscheinend, weil ich der fucking Auserwählte bin, ja. Na gut, okay. Was machen wir jetzt? Look for a way to open the locked bay door. Alter, ich sehe halt gar nichts, ne? Crazy. Okay, Vielleicht, also ist es so, dass jeder Ort so seine Rätsel hat?
Aber ich muss die ja nicht machen. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach mal weitergehen. Was haben wir denn so generell? Vielleicht sollten wir die Objectives machen. Find the abundant homestead on the coastline. Okay. Ja, das können wir doch machen, oder? Irgendeine verlassene Hütte. Und dann nach Mesra Castle. Ja, wir können einfach mal die Küste abgehen bis zum Mesra Castle. Das können wir machen. So. Mach mal L. Ja, die Frage ist, also mich juckt es eigentlich jetzt schon direkt in den Fingern, online tatsächlich zu spielen, weil, also ich gehe davon, also online bedeutet vielleicht, hoffentlich, dass man das halt auch so in dieser Welt spielt, aber hier sind halt noch andere Spieler, die rumstromern und einen genauso abstechen können und den kompletten Loot von einem bekommen. Das quasi ein Hardcore-Game ist. Ein Survival-Hardcore-Game. Das wäre halt ultra belohnt. Junge, wie geil wäre das? Ja. Okay. Ja, hier an der Küste geht jetzt nicht so richtig viel, ne? Gut, ist auch Nacht. Hier ist eine Mauer. Achso, hier bin ich angekommen, ne? Ja. Oder? Ja. 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 Ach, hier ist Base Storage. Ach so! Und in dem Brief stand, dass es irgendwie unter einem Loch ist, neben seinem Haus. Die Frage ist, was ist sein Haus? Wer war der Schreiber? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Okay, das kann ich mir aber mal merken. Ja, okay. Krass, dann haben wir die Orte richtig zusammenhängende. Ne? Funktion. Da ist die Hütte. Wahrscheinlich. Jawohl. Oh Gott. Oh mein Gott. Holy shit. Ich habe keine Ausdauer mehr. Aber ich kann trotzdem weitermachen. Das irritiert mich. Warum hat man Ausdauer, wenn es irgendwie keiner. Ach, ich schlag dann langsamer zu. Okay. Er hat einfach gar nichts mehr. So. Ja, mittlerweile mit diesem Küchenmesser gehen die gut weg. Huch, komme ich nicht rein? Ducken. So. Was haben wir denn hier? Also, hands down, was bringt mir das? Search the homestead for the forgotten chest. Are you sure? Hier sind einfach nur Bretter. Vielleicht außerhalb? Da ist noch ein Knochen. Nee, nicht, not really. Was ist das für ein Game? Also ich hatte echt eine ganz andere Erwartungshaltung. Ich dachte, das ist mehr so storylastiger, nicht so Open World RPG, sondern mehr man geht rein und dann hat man einfach die übelsten Schlachten. Hey, hier ist nichts. Bin ich done? Das habe ich gemacht. Search the homestead for the forgotten chest. Was? Homestead? Ist es nicht die Hütte? Oder ist das hier das Ding? Nee. Hä? Oben drauf? Oben drauf? Ich kann noch klettern, dachte ich. Ja, sehr gut. Hä, bin ich dumm? Hängt das irgendwo an der Wand?
Ich muss dumm sein. Habt ihr... Hä? What the frickin'? Irgendwie hoch? Nee. Ich gehe nochmal hoch. Zack. Das klappt gut. Hä? Hä? Ja, ich bin mir da jetzt nicht so sicher, Digga. Also, Chest ist doch Truhe. Oder Brust. Also, so Brustplatte, Brustharnisch. Jetzt wird's Tag, Senoritas. Ja, keine Ahnung. Also irgendwie... Ich finde... Also ich... Hä? Draußen an der... Also... Habe ich irgendwie Scheiße in den Augen? Aber es leuchtet doch immer grün, wenn man was aufnehmen kann. Ist es verbuggt? Ist das so ein bisschen außen drum? Oh, lol. Und ich habe eine fette Axt. Old Family Axt. 20 Damage. Holy shit. Okay, Leute. So. Was haben wir jetzt noch so zu tun? Wir sollen das nächste Dorf abchecken, ne? Find a safe place. Explore the nearest village. Nearest village ist das hier, oder was? I guess. Ja, da ist ja auch so ein Symbol. Stretchshire. Oder so ähnlich. Hier entlang. Gibt doch keine Minimap. Na gut. Gut, gehen wir hin. Okay. War ein bisschen sloppy Start, irgendwie gefühlt. Aber mal gucken. So, der kriegt erstmal aufs Maul. Jawohl, das geht geschmeidig. Ah, okay, das ist einfach die Attacke von allen One-Handed. Verbraucht das Mana? Was leuchtet denn hier? Hä, what is this? Ein Irrlicht. Oh, ich bin ja schon da. Crazy. Wo ist der... Wo geht's rein? Hier. Es sind ja überall Zombies. Junge, wie man da einfach durchschnetzelt. Ah, treffe ich mehrere? Wann kommen denn jetzt richtige Horden? Und wann ist man so richtig übertrieben OP und kann Hunderte wegballern? I want it now. Okay, hier ist auch wieder alles leer. Erstmal ein bisschen Ausdauer regenerieren. Oh, eine Schmiede. Repair Kit. Okay, wieder 1000 Tränke, wo ich noch nicht weiß, wie ich die nutze. Aber hier ist jetzt wenigstens auch was drin, ne? Ja, das checken wir mal gleich alles ab. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Moin, Leute. Also langsam. Machen wir die richtig nass, die Leute. Auch wenn das irgendwie ein bisschen billo ist. Muss ich ja schon sagen. Aber mal gucken. Also ja, das Combat-System ist jetzt irgendwie nicht gerade crazy.
Ah, hier bin ich jetzt in der Safe Zone. Weil die hier nicht reinkommen. Da ist ein Dude. The possessed are everywhere. Oh, another human. What happened? They're all possessed. Where have you been? Something happened to my ship and I sank it in the night. Woke up in the story. Ja, also der fragt hier, was los ist, Alter. Die sind alle besessen. Ich lasse mir jetzt mal erklären, was es überhaupt heißt. I don't fully understand it myself. It has something to do with the black liquid they found by Cervadia. After people started to drink it, they started to change. Okay, es hatte mit irgendeinem Gesöff zu tun. Okay. Okay, wir können einander helfen. Okay, und ich will von der Insel runter. Where can I find other survivors? Okay, es gibt noch in Fort Wyver Überlebende wohl. Well met. Ja, well met. Kann ich den auch abschlachten? Nee, ne? Okay, und wenn ich sterbe, respawn ich hier? Ja, mir egal. Fort Wyver, wo ist das? Gar nicht so weit. Hier? Ja! Ehre. Okay. Welche? Oh Leute, jetzt ist das Symbol da drüber. Aber genau die Richtung. Na gut. Gut, ich könnte jetzt noch den Ort looten, aber ich will jetzt hier mal ein bisschen Progress haben. Und mit der Axt haben wir ja gar keine Probleme. Bin ich schon da? Nee. Ist einfach nur ein Bauernhof. Skippen wir. Alter. Ja, wir gehen hier lang. Man ist halt auch wirklich schnell in diesem Game. Aua! Verfolgen die einen lange? Nö. Okay, die verlieren Aggro. Sehr gut. Oh, das ist eine richtige Burg. Ich geh nochmal in Safe Zone, Digga. Ah, die drehen um. Hä? Da waren sie auf einmal. Da war einfach jeder. Ey, bis hierhin hat mich das Game einfach getrollt, oder was? Blessings? 3 Punkte. Hä? Ich check das System nicht. Okay, Sekunde. Was ist da gerade passiert? Hä? Da war einfach alles voll mit denen. Hier trifft man so ein, zwei in der Pampa, macht die weg und denkt so, easy game. Und da waren einfach Hunderte. Ich check das halt hier nicht. Also, was ist das für ein System? Diarrhea? Dark Arts? Ich habe ja jetzt alles einmal angeklickt und jetzt habe ich Free Blessing Points. Okay. Was ist gerade passiert? Quest. Get to Fort Wyver and look for survivors. Get to the gate. Complete. Tell Peter about the horde of possessed. Okay. Alter. Aua. Ui. Oh, ein schöner Turm. Da gehen wir doch mal hoch. Oh, hier ist eine kleine... Nee. Guten Besen, brauche ich nicht. Ganz oben in so einem Turm ist doch bestimmt immer Loot, oder? So eine Open World. Zack. Vielleicht so ein schöner Langbogen, mit dem ich alle one-shotte.
Hey, okay, wenn das jetzt in so eine Richtung geht mit richtig fetten Horden, wofür brauche ich Nahrung eigentlich? Für Alchemie wahrscheinlich. Hey, wie insane. Okay, jetzt bin ich wieder. Also ich. Eben dachte ich, bevor diesem Ereignis, so, okay, was ist das? Ist es doch ein Flop? Ist es nicht so nice? Und jetzt denke ich so, okay, was zum Fick? Und wir wieder alles wissen. Moin. Thousands outside of the wall. Yeah. So everyone has turned. I was afraid of this. But while you were gone, I saw a few survivors enter the town. But it looked like they were in trouble. Oh, okay. Hier sind Leute in den Turm geflohen. Mach ich die mal weg. Und die auch, den hier. Bin schon wieder gelevelt, oder? In dem Haus sind einige. Ach, schöne Häuser. So, hier rein, ja? Das ganze Dorf hier ist voll. Oh, lol! Ich glaube, das Spiel wird etwas eskalativ mit der Zeit. Den hätte ich mal machen sollen. Ich bin so dumm. Regeneriere ich jetzt langsam Leben? Ja. Wie nehme ich Tränke? Ich glaube, Tränke sind so important. Ability Spreadshot? Ah, da hätte ich mehrere. Krass. Man braucht immer mehr EP, ne? Okay. Ja, gehen wir hier mal rein. Hallo. Ich bin ein Mate. Hallo? Wie komme ich da rein? Door is locked. Ja, und jetzt? Jetzt muss ich wieder zurück. Kann ich den Ort komplett clearen? Wie respawnen die denn immer, wenn ich hier drin bin? Well met. Did you assist the survivors? Hä? Ich kann nicht antworten. It was too bad when the past of Kirkwall collapsed. Well met. Hä? Ach so. Ich hab zwei. Ach so. Ich kann nicht mehr rüber. So, jetzt. Nee, sind nicht gerespawnt. Okay. Wie komme ich da rein? Das, also. Das ist wieder so ein Game. Das ist halt absolut nicht jedermanns Sache wahrscheinlich. Viele greift schon, schreckt schon irgendwie das, die Grafik vielleicht ein bisschen ab. Oder wie plump der Kampf bis hierhin ist und so. Aber mich huckt sowas so krass. Okay. Kill the Horde. Ach so. Ich muss ja nur alle wegmachen, oder was? Damit die aufmachen. Oder wie? Schnetzeln! Ja, vielleicht muss das Kampfsystem so stumpf sein, damit man später halt wirklich Armada von Gegnern wegmacht. Die sind übrigens Level 2. Manche. Manche zumindest. Okay, was hier? Alter. Alter, die sind richtig geschnetzeltes ab und zu. Ja, ohne Witz, ich muss dann mal nach der Aufnahme in Ruhe abchecken, wie ich die Kacktränke einsetze. Aber ich habe dort da jetzt hier alle umgebracht. Oder muss ich wirklich jetzt das ganze Dorf clearen?
Musketenmunition. Ja, stimmt, es hieß ja 1800 noch was. Okay, was ist das für ein Brief? Come by the house sometime and check it out. Military grade blade sure is a beauty. Okay, er hat ein Schwert. Military grade blade sure is a beauty. The Gambler. Schönes Schwert, hätte ich schon Bock. Bin ich early? es gibt Quests und Logs, oder wie ist das? Ich kann ja auch gar nicht so richtig hin und her schalten, hä? Go to the gambler's house. Incomplete. Achso, hier ist immer eine Überschrift und dann... Jede Seite ist eine Quest, oder wie? Aber jetzt bin ich gerade bei... Jetzt bin ich ja nicht mehr bei Quest. Ach doch, The Rescue war die Quest von den anderen, okay. Und wie markiere ich Quests, sodass die mir hier so angezeigt werden? Wenn ich auf Log klicke oder was? Nee. Hm. Gute Frage, ne? Nächste Frage, I guess. Hm. Ja, manchmal sind die markiert und manchmal nicht. Hm. Okay. So, komme ich hier hoch irgendwie noch? Alter. Einfach richtig weggeschnetzelt. Ja, komme ich. Sehr gut. So. Hier ist noch ein Trank, eine Feuerstelle. Bolzen. Also es geht noch höher. Bolzen. Es regnet schon wieder die Scheiße. Ja, wie kriegen wir die da alle weg, ne? Ich springe mal runter. Okay. Also, ja, checke ich jetzt hier jedes Haus ab? I don't know. Also es ist halt echt einiges zu looten, muss man ja sagen. Aber ja. Hm. Ist jetzt nicht so das, wo ich am meisten Bock drauf habe, hier jetzt alles stumpf durchzulooten. Ich rush mal nur ein bisschen durch. Es sind halt nur Tränke ganz viel. Aber hier sind die Häuser ein bisschen abwechslungsreicher. Das ist schon ganz cool. Okay, ich höre aber wieder ultra viel Zeug. Leute. Wie geht's nochmal runter? Hey, wie ging's denn runter? Ach ja, hier, ne? Ah, ist ein Besen. Ich dachte gerade, da liegt ein fettes Schwert. Oh! Jetzt bin ich über die Straße, ne? In einem anderen Gebäude. Doors locked. Alter, hier wurde auch alles verrammelt. Crazy. Gut, da war noch ein Healpot, den nehme ich noch mit. Ja, gut. Wie komme ich... da rein. Ey, ich soll halt die Horde killen. Ich clear das Gebäude mal. Das sah so aus, als ob da richtig viel drin los ist. Moin. So. Gut. Kann man noch? Da sind noch welche. Wie man die einfach auseinander nimmt, ey. Oh mein Gott. So, Leute, Abfahrt.
So. Das ist noch ein Küchenmesser. Nehmen wir mal mit. Wer weiß. So. Ist hier irgendwas Tolles? Es geht noch höher. Moin. Es ist angenehm, dass man Leben regeneriert. Door is locked. Gut. Okay. Aha. Ist noch ein Knochen. Gut. Oh. Ja, okay. Gut. Aber ich würde jetzt echt gerne in den Turm rein. Bin ich early. Und ich schnall halt nicht, wie man jetzt Missionen markiert. Also das ist leider echt... Also auch die Font ist brutal hässlich, aber davon mal ab. Kill the Horde. Ja, kill the Horde. Also, warum sind die Buttons da? Oh, ich konnte es anklicken. Two-handed. Blessing can regenerate while in combat. Geil. Okay. Gut. Kill the Horde. Ja, also ich meine, ich habe jetzt alles um diesen Turm weggemacht. Mach mal auf. Oder... Ich meine, ein, zwei Zombies habe ich hier noch gehört. Da so. Stecken die in den Wänden? Kann das sein? Das kann, glaube ich, echt sein. Ja, dann könnte ich hier nicht weitermachen, oder? Ah, ne, oben irgendwo. Oder? Ja, hier irgendwo. Dann gehe ich nochmal hoch. Also klang so. Oh, es geht noch höher. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, die wollen voll clear. Es geht einfach immer höher, krass. Der Paddel irgendwie nehme ich jetzt mal nicht so mit. Keine Ahnung. Wobei vom Paddel... Rechtsklick. Oh, okay. Der Feuerschlag. Okay. Ja, gut. Hier ist doch keiner. Geht, nee, noch höher geht nicht, ne? Ja, Leute, wo seid ihr? Muss ich euch clearen? Hier unten? Ja! Hallöchen! Also, da muss ich wieder wechseln auf die Axt. Bin ich ehrlich. Nee, nicht das Messer. So. Dann haben wir die auch. So, wo lebt jetzt noch was? Oh, war das eine Bombe? Lebt hier noch wer? Hallo? Ja, ich kläre jetzt hier mal die Scheiße. Ja, die sind über mir, oder? Aber hier war ich doch schon. Hm. Ah, hier unten. Ja, irgendwie, das passt nicht ganz mit den Sounds. Zumindest bei mir. So, wo seid ihr? Hier, ne? Level up. Schön. Ja, Leute. Hier ist noch was drin. Ich versuche jetzt einfach mal das ganze Dorf zu clearen. Vielleicht meinen die das mit Horde. Wisst ihr?
Weiß ich ja nicht. Komm her, du. Alter, die werden richtig weggeschreddert. Ist schon belohnt. So. Hier in der Hütte ist noch einiges los, denke ich mal. Was ist denn jetzt los? Moin. Mittlerweile habe ich einfach gar keinen Respekt mehr vor denen. So. Ja, wird ein bisschen geschreddert. Moin. Ja. Gut. Ey, wenn das wirklich die Quest ist, dass wir das ganze Dorf einfach klären sollen, dann ist das übel die Piss-Quest, bin ich ehrlich. Okay, ich höre nichts mehr. Geh mal raus. Kill the Horde. Was für ein Durchfall. Junge, was ist los mit deiner Kack-Quest? Did you assist the survivor? Ja, I do my best, Walla. Da hinten ist noch eine Hütte. Hier höre ich noch was. Da unten. Guck dir das an. So. Den haben wir auch. Geht jetzt die scheiß Tür auf, Bruder? Door is locked. Ja, aber wenn die locked ist, dann haben die entweder von innen zugemacht oder ich brauche einen Schlüssel. Aber würde ich einen Schlüssel brauchen, ist... Ja. Achso, und ich soll irgendein Haus... Ja. Door is locked. Kommen auch gar nicht sonst rein, ne? Ja, aber hier brauche ich dann wirklich einen Schlüssel. Oh, was hier? Kann man da hoch? Nö. Hä, was ist das für eine Quest, Digga? Ist noch jemand sauer? Oh. Until we finish moving everything across the street, remember to lock the chest and return the key to the my bedside table. Übel nett, dass sie das da ranschreiben. Also da ist jemand in dem Raum. Den kill ich noch. Eine junge Dame. Hier müsste Schlüssel sein. Door is locked. Es gibt einfach 1 Million versteckte Scheißschlüssel. Ja, jetzt ist hier unten eine, aber ey, ganz ehrlich. Also wenn das die Quest war. Ich will hier richtig Ackermatch gegen die ganze Welle da. Return the key to my bedside table. Miguel. Ist das hier Miguels Haus? Woher soll ich wissen, wo Miguels Haus ist, Digga? Okay, also. Hier sind Betten. Hier ging es aber noch ein Stück weg. Oder vielleicht ist da auch noch ein Bett. Ja, ist doch gut. Repair Kit. Ist hier noch ein Bett? Nee. Ja, mir geht's genauso. Hier sind Betten. Ich nehme mal alles mit. Ja, also offensichtlich hier nicht, oder? Beziehungsweise der ist ja auch locked. Wahrscheinlich ist da drin der Schlüssel. Dafür brauche ich einen anderen Schlüssel. Ich versuche mal, den Zombie da rauszuziehen, irgendwie. Ich brauche den Loot nicht. Ja. Komm raus! Der Miguel. Muss ich jetzt echt... Also, wenn die Quest wirklich heißt, man soll hier voll clearen, dann bedeutet das, man muss ja auch den einen Zombie da drin killen.
Und das würde bedeuten, man müsste diesen scheiß Schlüssel dafür finden. Also ich habe gleich keinen Bock mehr, Digga. Ey, die Quest ist doch locker mit Kill the Horde, dass sie damit nur die meinen, die halt da vor dem Tower stehen. Und das war jetzt irgendwie gebuggt. Was hier? Nothing is left. Ja, oh nein. Na gut. Hier ist ein Stall. Auch doll. Ja, I don't know, Leute. Also, was soll ich hier, Dude, was ist mit deiner Kack-Quest los? It's great to see that there is others still out there. It was too bad when the past of Kirkwall collapsed. Hä? Kill the Horde, complete. Aber Investigate the Survivors ist jetzt incomplete. Hä, weil ich irgendwie der Quest nicht mehr folge. Ja. Also das Skillsystem verstehe ich auch nicht ganz. Okay, aber ich habe jetzt die Horde gekillt. So. Jetzt muss ich es irgendwie wieder hinkriegen, dass ich dieser Quest folge. Aber how? The Rescue. Ja, bitte. Investigate the Survivors. Mach auf. Mach auf, bitte. Ich habe alle gekillt. Ich hätte gedacht, dass die jetzt einfach aufmachen, wenn ich hier alle weggemacht habe. Ja, Leute. Also, ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich würde jetzt hier an dieser Stelle, glaube ich, das Video beenden. Ihr könnt gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Ich muss sagen, also alles rund um Quests und so weiter ist schon sehr, wie sagt man, nutzerunfreundlich. Ich habe das Gefühl, das ist ein cooles Game, was man so offscreen mal ein bisschen sich reinfuchsen kann. Aber ich glaube, hier braucht man schon generell viel Vorwissen. Ich mag es ja eigentlich, in solche Spiele blind so reinzustarten. Weil wir hatten jetzt auch echt coole Momente. Allein da vor der Burg da, was da los war. Ja, da hat der Name auf einmal Programm gemacht. Ich glaube halt, das Spiel könnte später richtig, richtig geil werden. Jetzt gerade ist es irgendwie echt meh noch. Aber vielleicht ist es worth, da durchzusteigen. I don't know, was meint ihr? Kennt es zufällig jemand von euch, der sich da reingefuchst hat? Oder die? Ich würde jetzt da nochmal hinrennen und gucken, ob wir uns da durchballern können. Und was passiert, wenn wir sterben? Ja? Ich verbrauche meine ganze Ausdauer. So. Ich versuche da mal durchzurennen. Alter. Das sind halt so viele. Hey, wie packt es das Spiel? Junge, da links ja auch. Ich sehe gerade nur die beim... Okay, let's go. Ja, ist halt wirklich so. Ich respawne hier. Ich respawne hier. Ist jetzt vielleicht irgendwas resettet? Aber es ist tatsächlich full clear. Also an den Stellen, wo man war. Ja, okay. Ja, Leute. Lasst mich gerne vieles wissen. Also ich bin ja offen für sowas. Ich hoffe, ihr auch. Und gegebenenfalls fuchse ich mich da nochmal rein. Wir sehen uns. Tschüssi.